Dies ist ein Geständnis. Liebe Vespa, über 4 Jahre und 20.000 Kilometer sind wir nun schon zusammen. Du begleitest mich durch dick und dünn, Sommer wie Winter. Und doch bin ich dir untreu geworden. Nein, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Es begann als flüchtiges Treffen im Spessart im Mai und wurde zum 2-wöchigen, heftigen Sommerflirt. Sie hat weder deine Statur noch deine Leistung. Aber trotz ihrer grazilen Erscheinung hat sie ein mutiges Herz und weiß auch, ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Ihre Wendigkeit ist im Straßenverkehr unübertroffen und jedem, der ihr begegnet, zaubert sie ein Lächeln aufs Gesicht. Aber Spaß beiseite. 2 Wochen lang konnte ich die Honda MSX 125 im Berliner Großstadtverkehr testen und habe dies auch in aller Gewissenhaftigkeit und gemäß aller vorgeschriebenen Testprotokolle getan. Aber sieht selbst. Mit der Honda hatte ich wirklich sehr viel Spaß im Stadtverkehr. Die 10 PS sorgen für einen ganz guten Antritt von der Ampel weg. 4 Gänge reichen auch, um überall gut mitschwimmen zu können. Auf der Landstraße und der Autobahn ist die Honda natürlich nicht so richtig zu Hause. Da kommen die 10 PS schon an ihre Grenzen. Man erreicht knapp 100 km/h bei 8000 Umdrehungen, aber das ist schon sehr mühsam. Kann man machen für kurze Etappen, aber für längere Etappen ist es vielleicht nicht so zu empfehlen. Was das Lustigste bei der Honda war, ist, egal wo man anhält, die Leute finden das total lustig, das kleine Motorrad, fragen einen nach dem Typ, was ist das, wie fährt sich das, und es ist egal, wer das ist, ob es die Mutti mit dem Kind ist oder der Muskeltyp aus dem Pumperkeller, der gerade aus dem Fitnessstudio rauskommt. Ich habe mich mit der Honda auch mal bewusst in die Brandenburger Street Fighter Gang an der Ampel reingedrängelt oder mit den Berlin Cafe Racer eine kleine Ausfahrt gemacht. Die ist wirklich genreübergreifend akzeptiert und jeder hat Spaß daran, das kleine Ding zu kommentieren und anzuschauen. Das habe ich echt selten erlebt. Was sehr lustig war bei meinen Söhnen, gerade der Kleinere, der hat immer Respekt vor Motorrädern, Vespa ist er schon mitgefahren, aber Motorrad war ihm immer noch ein Stück zu groß. Und die MSX war für ihn, der ist oft zugelaufen, los Papa, wir fahren eine Runde. Und das ist im Video auch gesehen, er hat da halt Spaß dran gehabt und passte auch fast für seine Größe. Also sitzen kam er an die Fußrassen und an den Lenker. Und ich glaube, er wünscht sich insgesamt schon bald, dass er 16 Jahre alt wird, um auch so ein Teil fahren zu können. Neben den Fahrleistungen lenkt sehr leicht, bremst gut. Transportkapazitäten sind natürlich ein bisschen begrenzt. Man kann auf dem Sozius-Sitz schon noch was mitnehmen, aber es ist kein Vergleich zur Vespa, wo man eben einen größeren Sitz hat oder auch unter dem Sitz Verstaumöglichkeiten. Der Nachteil ist im Regen natürlich gegenüber der Vespa, man wird schneller nass, weil man kein Beinschild hat. Das ist aber bei jedem anderen Motorrad genau auch so. Im Grunde ist die Honda alles, was man braucht für die Großstadt. Kostet 3.300 Euro, ist damit auch deutlich günstiger als eine vergleichbare Vespa und öffnet überall die Herzen. Die MSX oder Grom, wie sie in anderen Ländern heißt, ist auch eine sehr schöne Ausgangsbasis für fantasievolle Umbauten. Vor allem im asiatischen Raum finden sich da sehr schöne, lustige, auch ein bisschen skurrile Beispiele. Ein paar von euch zeige ich euch gleich hier mal im Video.
Und da ich noch so viel Filmmaterial übrig habe, nehme ich euch noch mit auf eine kleine Stadtrundfahrt durch Berlin mit der Honda MSX 125. Viel Spaß dabei!